Buonasera ragazzi, buonasera, von Terzi zum Kommen in casa tesoro. Heute sind wir da aufgrund, dass viele Personen haben mir geschrieben, Luigi, deine Carbonara schaut sehr gut, aber ich kann kein Schweinefleisch, ich kann kein Schweinefleisch. Auf diesen Grund habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und probiert, versucht und habe eine gute Zutaten für eine Halal Carbonara zu machen. Schau mal da, diese Creme da. Sei mal nicht böse, wenn ich das nichts nennen darf, bitte nehme ich alle Worte wieder zurück. Wer will wissen, wie diese Carbonara gemacht werden muss, muss nur einfach dieses Video bis am Ende zu schauen und abonnieren. Daumen hoch, Glocke und ragazzi, umarmen. Let's go! Allora, unsere Carbonara, wir brauchen unsere Parmigiano, unsere Schwarzpfeffer, Ei dürfen nichts fehlen, das sind die mit null, immer achten auf Qualität. Unsere eisgeliebte Spaghetti und Lammkoteletten mit einem großen Fettanteil. Das brauchen wir, das schmilzt und lasst diese Fett schmelzen. Und das ist eine Soße, die wir für die Carbocreme brauchen, für den Geschmack. Unsere Wasser ist schon auf Feuer. Wir schalten auch unsere Pfanne und nehmen wir unsere, boah, die riechen echt gut, auf die heiße Pfanne und warten wir, dass diese ganze Fett lustig, wie sagen wir, schmilzt, oder? Schmilzt. Genau. Und das ist, was wir brauchen, diese Saft, diese Soße, das wird der Geschmack sein. Mmh, aber es riecht schon, oder? Mmh. Schau mal, Ragazzi, das, was wir brauchen, ist das, diese Fett. Genau das brauchen wir. Ein bisschen Geduld ist gefragt, Ragazzi. Das muss richtig schön abbauen, diese Fett und diese Fleisch. Schau mal, das ist, kommt genug Fett, Ragazzi. Ich glaube, sind wir auf einem guten Punkt, Ragazzi. Während das ganz bisschen langsam jetzt schmilzt, wir vorbereiten jetzt die Carbocreme. Jetzt teilen wir die weiße von der gelben. Wir machen eine ganze und eine gelbe. Und noch eine gelbe. Für zwei Personen, sagen wir so, zwei gelbe, eine ganze. Jetzt das versuchen wir, eine schöne Paste zu bekommen. Ragazzi, ich weiß nicht bei euch, wie viel Grad es sind, aber hier sind gefühlte 300 Grad. Pfeffer ist wie Salz, Sentimento. Ragazzi, umrühren. Jetzt ein bisschen von der Lammsoße. Ragazzi, muss ich sagen, ich glaube, wird mir das schmecken besser als die normal. Gekocht, richtig gut, ne? Ja. Okay, Ragazzi, das nehmen wir auf die Seite. Das schaut böse aus. Dann, wir werden Wasser wieder einschalten. Es blubbert schon. Wir salzen das Wasser mit einem guten Sentimento. Unsere heiß geliebte Spaghetti. Da drinnen wird die Pfeffer anrösten lassen. Ragazzi, nicht vergessen, das habe ich gemacht, ich habe ausgeschaltet und obwohl, das ist keine Induktion, das ist eine Keranerde oder wie sie heißt und es ist sehr heiß, auch wenn ihr ausgeschaltet, deswegen darf nicht zu heiß sein, sonst brennt. Auf diese Situation jetzt, die Pasta kocht, wir geben Wasser, wir emulsionieren diese Fett von Lamm und Pfeffer, so wie die Carbonara gehört. Während die Nudeln kochen, ich versuche ein bisschen Fleisch runterzunehmen und schneiden, so wie ein richtiges Fleisch für die Carbonara. Verstehst du, Mario? Mm, ist gut. Ragazzi, unsere Nudeln, Wasser nie wegschmeißen. Nie, never, ever. Wir geben einfach unsere Nudeln direkt in diese Emulsion. Schalten wir wieder stark die Feuer oder das, was wir können. Und in diese emulsionierte Lammfett und Wasser von Nudeln, wir schwenken unsere Nudeln. Immer ein bisschen Wassernudeln und schwenken. Ich heute habe schon 5 Dusche gemacht, um diese Nudeln zu machen. Ragazzi. Es ist nur für euch. Für mich. Aber ich glaube, das haben wir was gut getan, Mario. Die Pfanne muss heiß sein und diese fertige 2 Minuten Stärke hinterlassen und cremig. Aber wenn die Nudeln sind an dem Punkt, dann einfach ausschalten, weg von da, weil das ist sehr heiß,
und schwenken, richtig schwenken, dass viel Hitze rausgeht, dass die Nudeln abkühlen, dass die Eier nichts frittiert. Dann haben wir eine frittierte Nudel. Okay? Okay, ragazzi, meiner Meinung nach, die Nudeln sind genug kalt, um zu bekommen unsere Carbocreme. Das erinnere ich noch einmal für die Zuschauer, die jetzt dieses Video anschauen. Das ist eine Carbocreme gemacht mit einem Halal-Fleisch, ragazzi. Jetzt schwenken wir, versuchen diese Carbocreme, wenn es zu dick, ein bisschen Nudelwasser dazu, dass diese Creme oder diese Paste lasst noch diese Carbocreme schmelzen und eine riesige, schöne Carbonara-Creme machen lassen. Genauso wie jetzt sitzt hier. Boah, das schaut sehr gut aus, ragazzi. Ganz ehrlich, ist nichts mehr für euch, ist für mich. Cremig ist genug, Mario? Ja, könnte schon auch cremiger sein. Das ist nur das Aussehen wie eine richtige Carbonara mit anstatt Guanciale, Lammfleisch schön geröstet. Oh, ragazzi, schau mal da diese Creme da, schau mal. Aber mit Lamm. Mashallah.